I want to introduce to you all Klaus Eck, who is PR blogger and CEO of Eck Consulting Group on the do's and don'ts in content marketing. Klaus? Jetzt, ne? Ja, nice. Thank you very much. Nice to meet you. Wow, das ist das erste Mal, dass ich hier auf einer Veranstaltung bin und tatsächlich sage, ich bin Blogger und mich damit vorstellen darf und will. Sonst sagen die Leute immer zu mir, wenn ich einen Vortrag halte, das ist ein Blogger, das ist ein Twitterer und ich hasse das. Bei einer Veranstaltung, die Rock the Blog heißt, finde ich das völlig okay, auch als Blogger bezeichnet zu werden, obwohl das das Wenigste ist, was ich tue. Ich selbst bin halt seit 20 Jahren in der Online-Kommunikation tätig, mache sehr viel im Bereich Content-Strategie und werde Ihnen heute einen ganz schnellen Überblick darüber geben, was man im Content-Marketing mit einer Content-Marketing-Strategie eigentlich machen kann. Ihnen einige Beispiele vorstellen, Bezüge herstellen zu Blogs, aber auch darüber hinausgehen. Das Ganze werde ich ein Stück weit aus Unternehmenssicht darstellen. Wir sprechen momentan alle davon, dass Content King ist. Wenn Content King ist, dann möchte ich bitte, dass jetzt jemand aufzeigt, wenn ich folgende Frage stelle. Wer von Ihnen verdient mit einem Text 10.000 Euro? Bitte alle aufzeigen. Wer von Ihnen hat schon mehr als 5.000 Euro für einen Text bekommen? Wer hat schon mal unter 100 Euro für einen Text bekommen? Oh, es gehen relativ viele Finger hoch, einige trauen sich nicht. Das zeigt Ihnen, wo wir mit Content stehen. Ich habe die Diskussion um Content is King, da habe ich um 2000 herum schon geführt, genauso wie ich in den 90ern schon über Paid Content gesprochen habe. Content is King ist eine Illusion, die stimmt überhaupt nicht, würde nämlich bedeuten, dass man für Content wirklich viel Geld ausgeben würde und für die Prozesse, die man braucht, um mit Content richtig gut umzugehen. Leider muss ich Sie enttäuschen, Content ist noch nicht mal Queen, weil letztendlich ist es so, dass da wahnsinnig wenig Geld für ausgegeben wird. Jetzt sprechen alle von diesem Content Marketing. Ich spreche jetzt auch von Content Marketing. Wenn Sie dieses Video kennen, was wirklich super ist, super geil auch heißt, von Edeka, dann ist das alles, das ist gutes Storytelling, aber es ist bestimmt, bitteschön, kein Content Marketing. Das ist Werbung. Virale Werbung, gut gemachte Werbung, mit einem wunderbaren Testimonial, aber mehr nicht. Und wenn Sie publizieren, das ist wunderbar, wenn Sie tolle Inhalte schreiben, dann sind Sie aber noch keine Content-Marketer, da sind Sie vielleicht Texter oder Journalisten. Also bitte nicht schreiben, Content-Management ist gleich Content-Marketing, das stimmt einfach nicht. Genauso wenig stimmt es leider, wenn Sie den Content vermarkten, wenn Sie dafür sorgen, dass Content wahrgenommen wird, dann ist das Werbung vielleicht, aber es ist nicht Content-Marketing. Also wenn Sie dafür sorgen, dass man auf Facebook Ihre Postings sieht, dafür Geld bezahlen, dann ist das nicht Content-Marketing. Das ist ganz einfach Paid Media und Content-Vermarktung. Diese Begrifflichkeiten werden ständig durcheinander geschmissen. Deshalb werde ich heute noch öfter auf Begrifflichkeiten eingehen am Anfang. Content-Marketing ist nichts anderes als, das sind Marketingmaßnahmen, die auf Content basieren, die oft mit Persönlichkeit verbunden sind, oft mit Storytelling verbunden sind, die in der Regel aber wirklich was mit Marketing auch zu tun haben. Wenn ich Ihnen jetzt Flyer in die Hand drücken würde von meinem neuen Buch, die Content-Revolution im Unternehmen, dann ist es ganz klar platte Werbung. Wenn jemand von Ihnen sagen würde, das Buch müssen Sie lesen von Klaus Eck und von der Doris Eichmeier, dann ist das schon eine Art von Content-Curation und Content-Marketing. Wenn ich sage, hier schauen Sie es mal an, aber ohne zu sagen, dass Sie es kaufen müssen, dann wäre es vielleicht schon auch noch eine Content-Marketing. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren wollen, können Sie einfach mich googeln, dann erfahren Sie auch mehr zu meiner Person oder Sie folgen mir einfach unter Klaus Eck auf Twitter, wer das noch nicht tut. Und, oder Sie lesen den PR-Blogger, wo wir auch regelmäßig über Content-Marketing, Content-Strategie sprechen, um halt das Thema letztendlich abzudecken. Das große Phänomen Content Marketing führt dazu, dass wir zahlreiche Beispiele auch haben im Content Marketing und uns immer fragen, muss man das genauso machen wie Red Bull, wie Schwarzkopf, wie andere oder Coca-Cola, auf die ich noch gleich zu sprechen komme. Das, was ich Ihnen vor allen Dingen mitgeben möchte, ist, das mit den 10.000 Euro ist wichtig. Sie müssen irgendwann hinkommen, dass Sie 10.000 Euro für einen Text bekommen. Wenn Sie nämlich 10.000 Euro dafür bekommen, dann schaffen Sie einen vielleicht Longform-Content, der richtig wertig ist und der sich abhebt von den vielen anderen Inhalten. Wenn Sie nur 100 mal 100 Euro bekommen,
dann haben Sie 100 beliebige Inhalte unter Umständen, die nicht in die Tiefe gehen, die auch nicht unbedingt unique sind, die austauschbar sind. Und dann sind Sie mitten im Information Overload mit vielen vergleichbaren Texten. Sie müssen herausragende, relevante Informationen online stellen und das ist eine Kunst. Nicht umsonst gibt es Journalismus und nicht umsonst gibt es auch Menschen, die dafür sorgen, dass das wahrgenommen wird. Herr Schäfer hat davon gesprochen, dass es einen Content-Shock gibt, wenn man halt wirklich nicht tolle Inhalte hat, sondern einfach austauschbar ist, beliebig ist mit den Inhalten, die letztendlich veröffentlicht werden. Es gibt schöne Beispiele auch für Content-Marketing auf einfachste Art und Weise, auch im Blogbereich. Wenn Sie einen Blogartikel über Blogger-Relations schreiben, wird das richtig spannend. Dann können Sie halt wenn Sie das mal googeln, Blogger Relations, kriegen Sie hunderte von Artikeln darüber, was Blogger Relations oder Influencer Relations sind. Hunderte. Der Huffington Post schreibt darüber, jedes Blog schreibt darüber fast nach dem Motto, weil viele davon mit auf Geld verdienen natürlich. Und es wird ohne Ende diskutiert. Es gibt Blogparaden, in denen man halt auflistet, wie viele halt darüber schreiben. Und wer sich damit beschäftigt, bei Mike Schnorr sind 67 Beiträge nur zu Blogger-Relations. Das ist wahnsinnig viel und völlig austauschbar, weil alle dasselbe fast schreiben. Und sie werden nicht alles lesen wollen, sie werden da auch nicht unbedingt Neuigkeiten bekommen, weil es kommt eigentlich darauf an, dass sie halt einen anderen Zugang zum Thema haben, um zu überraschen müssen. Sie müssen letztendlich überraschend sein, vielleicht auch provokant sein. Und ich habe selbst die Erfahrung mit einem Artikel gemacht, den nicht ich verfasst hat, sondern den ein Kunde von uns verfasst hat. In dem Fall die Agnes Habig, die für Blogger Relations und Influencer Relations bei Audi verantwortlich ist. Und die das aus Unternehmenssicht beschrieben hat. Sie sehen, dass es über 500 Shares hatte auf Facebook und viele Shares auf Twitter. Und das, wir haben viel Resonanz darauf bekommen, Sie auch, weil sie einen anderen Zugang dazu wählte und das wirklich aus dem Unternehmen heraus berichtet hat. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Agenturleute oder Beraterleute wie ich darüber schreiben, sondern dass die Leute, die es machen, wirklich Insights liefern. Das ist das, was eigentlich interessant und spannend ist und was dazu führt, dass es auch strategisch eingesetzt wird. Es geht nicht darum, über alle Themen Bescheid zu wissen. Wir sind nicht über alle Experten. Wir haben alle unsere Schwerpunkte und darum geht es. Man sollte sich bescheiden auf das, was man wirklich kann und man sollte sich genau überlegen, wie man da rangeht. Und wenn Sie wissen wollen, was Content-Strategie in dem Kontext zu suchen hat, Content-Strategie ist dieses Langweilige bei der sogenannten Content-Schnecke, die Doris Eichmeier und ich in unserem Buch entwickelt haben. Wir haben das jetzt nicht gebaut, wir haben das einfach genommen, das Spielzeug. Aber wenn Sie die Rollen, die Kugeln da unten sehen, dann können Sie sehen, dass die Strategie sich vorwärts bewegen kann, aber sehr langsam und alles mitnimmt. Nämlich das ganze Content-Marketing, was bunt und schillernd ist, da oben drauf liegt, aufsetzt, das ist letztendlich das Content-Marketing, was halt auch überrascht, provokant ist und Spaß machen soll. Letztendlich ist Content-Strategie, was eben unten bei der Schnecke war, letztendlich die Basis eines Content-Marketings. Das heißt, Sie müssen wissen, wie viel Budget haben Sie, was wollen Sie für Ziele erreichen, welches Personal haben Sie dafür, mit welcher Agentur arbeiten Sie vielleicht zusammen und so weiter. Ziel von einer Content-Strategie sollte es sein, über alle Abteilungen hinweg beim Unternehmen einen konsistenten Content-Auftritt hinzubekommen. Wenn Sie sich die Webseiten anschauen, da geht es noch. Da haben Sie meistens eine Abbildung der Strukturen eines Unternehmens. Wenn Sie aber einfach nur mal einen E-Mail-Austausch haben mit dem Kundenservice, mit der PR, mit Sales, mit Marketing, mit verschiedensten Leuten, dann werden Sie feststellen, dass alle anders über dieselbe Marke kommunizieren, in der Regel. Und allein die Botschaften, die von den verschiedenen Abteilungen nach außen gestellt werden, auch in der Öffentlichkeit zu sehen sind, auch bei Vorträgen zu hören sind, das führt oft dazu, dass man eigentlich verwirrt wird, was die Marke angeht. Es ist nicht konsistent, passt nicht zusammen, weil die Abteilungen leider oft nicht miteinander reden. Und wofür steht jetzt Ihr Corporate Blog? Da werden wir gleich in der Podiumsdiskussion auch länger drüber diskutieren. Das ist halt die Frage, die Sie stellen müssen. Wenn Sie nicht wissen, wofür Ihre Inhalte stehen, dann lassen Sie es bleiben. Sie brauchen keinen Corporate Blog. Und das funktioniert auch nicht, wenn Sie keine Ziele haben. Und wenn Ihr Vorstand oder Ihr Geschäftsführer Ihnen keine Ziele vorgibt oder Sie das nicht mit ihm zu definieren, dann sage ich Ihnen, das wird kein Erfolg. Sie brauchen ganz klare Ziele, Sie brauchen Prozesse, damit Sie halt wirklich gute Inhalte nach außen bringen. Das gilt nicht nur für Corporate Blogs, sondern generell. Leider ist es halt so, dass in der Regel halt wirklich ganz unterschiedliche Abteilungen für unterschiedliche Social Media Accounts zuständig sind. Die einen pflegen die Webseite, die anderen das Blog, andere wiederum Facebook, dritte, vierte und fünfte halt Twitter, Pinterest oder Instagram. Das sieht man, merkt man und ich plädiere dafür, das ist die eigentliche Content-Revolution, von der ich immer spreche, die Content-Silos einzureißen. Versuchen Sie mit Ihren
Kollegen zu sprechen aus anderen Abteilungen, weil sie brauchen sie bei gutem Content-Marketing. Damit das funktioniert, müssen sie halt nicht ihr Unternehmen in den Mittelpunkt stellen, nicht ihre Produkte in den Mittelpunkt stellen, sondern letztendlich die Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist überhaupt nichts Neues, das gibt es seit mehr als 100 Jahren. Es gibt ein Unternehmen, was, glaube ich, alle von Ihnen kennen. Das ist Michelin. Der Michelin-Guide, der ist ab 1900 ins Leben gerufen worden, mit einem einfachen Corporate Publishing-Ziel oder in dem Fall Content-Marketing-Ziel. Natürlich kannte man den Begriff damals sicherlich noch nicht. Aber man hat ein ganz einfaches Ziel damit verfolgt. Man hat einen Führer gebaut oder geschaffen, in dem drinsteht, wo man am besten essen kann auf der Wegstrecke. Warum? Weil Michelin Reifen verkauft. Und was wollten die erreichen? Dass die Autofahrer, die es damals noch nicht so viele gibt, Auto fahren. Wenn sie viele Autofahrten haben und wissen, wo sie hinfahren, man wusste nicht, wo man hinfahren sollte. Man ist nicht mit dem Auto zur Arbeit gefahren früher. Deshalb hat es diesen Guide gegeben, der dazu geführt hat, dass tatsächlich mehr Reifen verbraucht worden sind, unter anderem. Natürlich nicht nur wegen dem Guide, aber das ist pures Content-Marketing, weil man ein Ziel hat außerhalb des Contents. Es geht nicht nur darum, gelesen zu werden. Red Bull und Coca-Cola, aber auch Starbucks machen das richtig gut. Die denken halt nicht mehr darüber nach, halt ihre Strukturen abzubilden. Nein, sie denken vom Kunden aus letztendlich. Das macht sich bemerkbar in deren Website, bei der Coca-Cola Journey zum Beispiel, auch bei der Red Bull Website. Da haben sie einen Medienauftritt, wo jeder Inhalt für sich alleine steht. Das ist ein absolut chaotischer Auftritt. Die meisten oder einige von Ihnen sind nicht Zielgruppe. Das ist maximale Alter bei der Coca-Cola-Seite ist 32, wer das danach noch erträgt. Okay, das ist sehr jugendlicher Content, kann man wirklich sagen. Aber der Inhalt, der zählt, jeder einzelne Beitrag, der zählt letztendlich. Ich lese es auf meinem Handy, auf meinem Smartphone. Ich lese nicht die ganze Website. Kein Mensch schaut sich eine ganze Website eines Unternehmens an. Auch nicht ein ganzes Magazin. Man schaut sich immer nur das an, was man durch Shares, durch Links, auf die man geht, erleben möchte. Und die machen Storytelling, die erzählen halt letztendlich, wofür die Marke steht, symbolisch steht. Die versuchen, die Marke letztendlich emotional aufzuladen. Nichts anderes macht Red Bull, weil diese beiden Unternehmen nichts anderes als Emotionen verkaufen. Letztendlich. Und wie weit inzwischen einige Unternehmen gehen, zeigt auch nicht zuletzt sich am Beispiel Schwarzkopf. Schwarzkopf hat halt irgendwann gesagt, wir zeigen die Shampoos nicht mehr. Jetzt frage ich Sie ganz indiskret, wer von Ihnen hat schon mal den Namen eines Shampoos gegoogelt? Irgendjemand? Eine Person hat aufgezeigt, eine habe ich gesehen zumindest, eine einzige Person. Sie sind markentreu, markenbewusst wahrscheinlich. Generell ist das so, dass Sie eigentlich überhaupt keine Shampoos googeln und deshalb auch keine Shampoos oben in der Navigation oder Produkte in der Navigation brauchen. Sie brauchen das, was die Leute wirklich googeln. In meinem Alter zum Beispiel Haarprobleme, was man dagegen tut. Ja? Das heißt, Sie schauen sich an, was Ihr Thema ist und googeln entsprechend und gucken halt entsprechend und kommen dann auf einzelne Beiträge, Serviceinhalte von Schwarzkopf und dadurch, dass Sie gute Informationen bekommen bei Schwarzkopf, denken Sie auch darüber nach, vielleicht ein Produkt davon zu kaufen. So funktioniert letztendlich Content Marketing. Man kann natürlich auch mit Produktinformationen, wenn man sie gut aufbereitet, Content Marketing betreiben. Das macht Bellroy sehr gut. Sie kennen das Problem, ich habe auch gerade ein dickes Portemonnaie, weil viel zu viel Kleingeld ist in meiner Tasche. Ich habe leider nicht geschaut bei Bellroy, wie man es richtig macht. Die haben Infografiken, die haben Videos. In diesen Videos sehen Sie halt oder auch in den Infografiken, wie man sein Portemonnaie von Karten letztendlich befreit und wie man halt ganz intelligent sein Portemonnaie nutzt und dann letztendlich nicht so ein Portemonnaie hat, sondern eben das, was Sie vorhin gesehen haben, das linke. Und Sie können unten, können Sie einstellen, wie weit Sie gehen, wie radikal Sie sind bei der Reduzierung Ihres Portemonnaies. Das führt dazu, dass Bellroy hochwertige Portemonnaies zu hohen Preisen verkaufen kann. Das funktioniert tatsächlich. Ein ganz anderes Beispiel ist aus dem Weinbereich, ist das von Tivino, die einen E-Commerce-Shop, also die einen Shop haben, einen Weinshop, in dem Sie halt direkt halt eben Wein kaufen können, nichts anderes und auch viele Weinvideos sehen. Und vor kurzem haben sie dieses Video online gestellt, was Content Marketing ist, aber auch ein bisschen Werbung und relativ gut gemacht ist. Wenn man Ton hat. Ein Rotwein, der ohne viele Worte daherkommt und ganz unkompliziert das ist, was er sein soll. Ehrlich, überraschend und vor allem lecker.
Auf der Suche nach dem perfekten Blend sind wir unermüdlich durch Südfrankreich gereist, um ein Cuvée aus stimmigen, mediterranen Rebsorten für euch zu kreieren. Der Ehrliche Liter ist ein Wein wie für dich gemacht. Ein Wein, der nicht zum Kronleuchter oder zum weißen Tischtuch passt. Ein Wein, der keine Gebrauchsanleitung braucht. Der auch zur Pizza und zum Döner schmeckt. Der dich nicht gleich in den Dispo treibt. Ein Wein zum Chillen und Feiern. Er ist für laute wie für leise Musik. Mit ihm kannst du immer deine Freunde überraschen. Ein Wein ohne Dresscode, der Lust auf die nächste Flasche macht. Ein Wein für dich gemacht. Viel Spaß damit. Das ist ein relativ einfaches Video, wo erklärt wird, wie die Marke funktioniert. Die Steff Döring, die hier Sprecherin ist, ist auch diejenige, die für Tivino steht, die Influencer Relations macht, die nach außen auftritt, Vorträge hält darüber und Sommelier ist. Und die letztendlich auch hier authentisch eigentlich rüberkommt in der Art, wie sie spricht, weil sie wirklich dafür verantwortlich ist. Das hier ist das Gegenbeispiel, wenn Sie halt austauschbar sein wollen. Ich möchte auch gerne wissen, was ein Messerset mit Fleischsuppen zu tun hat. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Sie kennen es aber auch von den iPad-Gewinnspielen auf Facebook oder auf anderen Bereichen. Wenn Sie halt wirklich über alles schreiben, funktioniert das irgendwann nicht mehr. Es muss zur Marke letztendlich passen, was Sie da tun. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei Unternehmen, dass Sie halt wirklich Ihr Unternehmenswissen, Ihren Content-Schatz nutzen und wirklich gucken, worüber können Sie denn in der Tiefe berichten. Das macht halt Adidas relativ gut, indem Sie halt hier was über ihre globale Beschaffungskette schreiben. Das machen andere gut, die halt hier wie Daimler halt auch erklären, halt, was man beim Auto noch patentieren kann. Also man geht in die Tiefe und schafft originären Content, den man nicht eben wo um die Ecke einen Klick weiter woanders bekommt. Und dadurch macht man sich das interessant und zahlt letztendlich auch auf sein Image, auf seine Reputation ein Stück weit ein. Oder man macht das so wie Legos, man schafft eine eigene Welt rund um eben Lego-Steine, indem man halt sogar einen Film macht oder viele Filme macht. Lego macht sehr, sehr viel Content-Marketing. Allein einen Kinofilm zu haben auf Basis dessen ist schon fantastisch. Und eine Microsite zu Star Wars aufzubauen, also das ist eigentlich pures Content-Marketing, weil man indirekt dafür sorgt, dass die Dinge gekauft werden. Natürlich ist auch Corporate Publishing, wie das R&B macht, wenn das verbunden ist mit Online-Aktivitäten, relativ gut aufgesetzt. Printmagazine sind natürlich auch ein Teil von Content-Marketing. Das wird oft vergessen. Es wird durchaus auch sinnvoll einzusetzen sein. Besonders gut macht das auch international Marriott, die sogar ganz oben in der Hierarchie anfangen. Der CEO von Marriott, der bloggt schon seit Jahren sehr, sehr gut, in ganz einfachen Blog. Und was ich auch ganz spannend finde, ist die Plattform medium.com, wo halt Marriott halt letztendlich auf der Gratwanderung ist zu Native Advertising, das heißt zum Advertorial, weil sie könnten, Marriott hat letztendlich die Plattform Medium beauftragt, halt eben dort auch Content zu erzeugen. Da geht es aber auch darum, halt über Marriott zu schreiben und die Leute dazu zu bringen, halt mehr zu reisen. Das sind hochwertige Geschichten, das ist super Storytelling, was sie da finden und sie können nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt wirklich journalistisch oder nicht journalistisch gemeint ist, was da passiert, weil es gut gemacht ist. Und sie arbeiten auch mit Crowdsourcing, also versuchen halt Menschen dazu zu bringen, mit an der Innovation teilzuhaben, das mitzuentwickeln. Und machen die üblichen Dinge halt auf Instagram oder auf Pinterest, um halt Informationen für Reisende zur Verfügung zu stellen, damit die natürlich auch zur Marke kommen. Ein anderes Beispiel, was mir auch ganz gut gefällt aus dem Content-Marketing, ist das, was Tesco macht, die relativ weit gehen, die letztendlich halt Menschen dazu animieren, ihre Produkte zu kaufen, indem sie halt Rezepte zur Verfügung stellen. Das haben sie früher schon gemacht. Früher waren es halt Rezeptkarten. Heute haben sie halt stattdessen Instagram und Pinterest. Und wenn Sie hinter die Links gehen, können Sie direkt die Produkte kaufen. Das ist nicht werblich, sondern das ist Service an den Kunden. Das hat man eigentlich immer gemacht, schon bei Tesco. Und das ist eigentlich sehr erfolgreich. Und die haben letztendlich die Budgets auch in die Richtung umgelegt. Kraftfoods ist auch sehr gut unterwegs in dem Bereich. Kraftfoods hat sogar gesagt, dass sie erfolgreicher sind mit ihren Content-Marketing-Maßnahmen als mit allen Paid-Media-Maßnahmen oder allen Anzeigen, die sie bisher gemacht haben. Im Verhältnis ist es einfach erfolgreicher, weil Menschen keine Werbung mehr sehen wollen. Sie werden heute auch viel über Curved hören hier auf Rock the Block.
Curved ist ein Beispiel aus dem Telekommunikationsbereich. Aber was mir nicht ganz so gefällt, ist, Sie können nicht sofort erkennen, dass Ihr Plus hier dahinter steht. Sie müssen ganz weit nach unten scrollen, um wirklich irgendwann zu entdecken, dass Ihr Plus das Ganze macht. Aber es ist hochwertiger Journalismus, den Sie dort finden. Es ist, glaube ich, auch unabhängiger Journalismus. Und es wird häufig geteilt. Es wird akzeptiert von den Zielgruppen. Man kann direkt neben einem Artikel auch im Shop Produkte kaufen. Das finde ich okay und legitim. Das ist halt eine Call to Action, was durchaus passend ist. Solange man nicht im Inhalt selbst versucht, halt Dinge zu verkaufen, ist das völlig in Ordnung, halt, wenn Unternehmen zu Redaktionen werden und anfangen, eben auf diese Art und Weise halt auch anderen Medien Konkurrenz zu machen. Also Mitarbeiter werden zunehmend zu Redakteuren. Und ehrlich gesagt ist das so, dass sie auf diese Art und Weise viel erfolgreicher sind, weil in den Redaktionen wird immer mehr ausgedünnt. Sie haben immer weniger Journalisten in den Medienhäusern, die halt für ein Objekt zuständig sind. Meistens bei Fachzeitschriften ist es so, dass ein Chefredakteur dafür beschäftigt ist und ansonsten nur mit Freien zusammengearbeitet wird. Heißt, wenn Sie als Unternehmen investieren, vergleichbare Summen wie bei Werbung sogar investieren würden, dann würden Sie eigentlich wahnsinnig viele gute Ergebnisse erzielen. Sie würden die Chance haben, halt, wie ich das von einer Kollegin gehört habe, 5 Tage als Journalist zu recherchieren und ein hochwertiges Produkt zu machen und gleichzeitig dafür richtig gut bezahlt zu werden im Vergleich zu dem, was Journalisten üblicherweise verdienen. Vodafone setzt ebenfalls jetzt nicht mehr auf einen Blog, sondern auf ein Magazin. Das ehemalige Vodafone-Blog, das wird heute auch hier noch erläutert, warum sie es gemacht haben, wurde halt durch Featured ersetzt. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Transparenz. Die Art und Weise, warum Vodafone das macht, kann man auch nicht so ganz erkennen. Und wo das Ganze hin soll, das ist nicht ganz so newsorientiert, außer heute oder außer in dieser Cebit-Woche, wo sehr viele aktuelle Inhalte zu sehen sind. Aber ich bin gespannt auf das, was die Kollegen von Vodafone heute auch dazu erzählen werden bei Rock the Blog. Und was mir besonders gut gefällt, die sind heute, glaube ich, nicht vertreten, ist Inside Bahn, was wie ein Corporate Blog aufgesetzt ist, aber letztendlich ein Magazin darstellt, was vom Kundenservice der Bahn gemacht wird, wo Hintergründe erklärt werden, wie die Bahn arbeitet. Und das ist wirklich gutes Storytelling auch. Das sind keine langweiligen Texte, die dort hineingestellt worden sind, sondern das sind Dinge, die letztendlich auf die Reputation einzahlen bei der Deutschen Bahn. Und darum geht es letztendlich. Es geht wirklich darum, dass sie Storytelling entwickeln, dass die Menschen halt letztendlich dazu bringen, sich mit ihrer Marke auseinanderzusetzen. Und wer das besonders gut macht, ist der öffentliche Nahverkehr in Melbourne. Mit diesem Video zeige ich Ihnen das. Es gibt zahlreiche Wege, sich umzubringen. Und wer einmal Bahn gefahren ist, weiß, was das für ein Thema ist. Eigentlich muss der Ton so richtig aufgedreht werden. Damit Sie verzeihen, dass Sie die Sonnenfinsternis nicht sehen konnten. What's this red button do? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die.
dress up like a moose during hunting season, disturb a nest of wasps for no good reason, stand on the edge of a train station platform, drive around the blue. Jetzt haben Sie gesehen, worum es geht. Melbourne wollte wirklich die Selbstmordrate senken und haben es tatsächlich geschafft. Das ist ohne Ende viral geworden. Es wird weltweit 100 Millionen Mal wahrscheinlich geklickt, das YouTube-Video. Und darum geht es. Es geht darum, dass Sie halt Inhalte zum Laufen bringen, dass Sie von Ihrer Webseite die Inhalte runterbringen und dass über Ihre Marke gesprochen wird und zu Ihrer Marke hingeführt wird. Und das haben die perfekt gemacht, finde ich. Und darum geht es auch. Sie können, wer von Ihnen einen Blog hat, weiß, in den letzten Jahren hat sich was verändert. Die Menschen haben aufgehört zu verlinken. Man denkt nur noch an sich, man schreibt nur noch als Experte über das, was richtig toll ist. Ich bitte Sie, wenn Sie bloggen, verlinken Sie doch mal hin und wieder. Das ist Service am Kunden, am Leser. Die Leute wollen wissen, was andere denken, die wollen nicht nur wissen, was Sie denken. Das interessiert halbwegs. Aber es geht um den Inhalt, es geht um das Ziel. Und es geht um Content Curation. Es geht darum, dass man andere kuratiert. Man profitiert davon, wenn man sagt, dass andere toll sind. Wenn ich dauernd sage, dass ich toll bin, dann findet das keiner toll. Das langweilt die Leute eher. Es geht darum, dass sie nicht nur den Corporate Content oder den Blog Content im Mittelpunkt stellen, sondern dass sie auch, wie Audi das hier tut, auf andere verweisen oder wie das hier getan wurde, auf einen Beitrag von mir verwiesen. Es geht darum, dass Sie halt letztendlich einen Branchenüberblick geben. Dadurch können Sie sich positionieren als Experte. Sie können dadurch mehr Inhalte produzieren. Ich bin der Ansicht, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel twittern, 70% nicht über Ihre Marke twittern sollten, sondern über die Themen, mit denen sich Ihre Marke beschäftigt. Es geht darum, dass Sie Reputation auch dadurch bekommen, dass Sie natürlich auf Clippings verweisen, auf andere verweisen, die sich mit Ihnen beschäftigen. Und Sie können darüber natürlich auch die Kontakte ausbauen. Sie dürfen auch mehr als einmal über denselben Blogbeitrag twittern. Auch das ist ein Gerücht, dass man das nicht darf. Kein Mensch sieht alles, was Sie twittern, wenn Sie das machen. Bei Facebook ist es genauso. Es versendet sich im Stream. Sie müssen halt nur eine logische Frequenz haben und Sie dürfen die Leute nicht langweilen. Sie müssen sich überlegen, wie Sie es machen. Und das heißt, Sie schreiben halt nicht auf 140 Zeichen fünfmal dasselbe bei diesem Konzept, sondern Sie überlegen sich ganz genau, wie Sie quasi mit anderen Teasern die Leute wieder abholen und verraten denen auch, dass es ein ähnlicher Inhalt ist. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen, nicht nur auf Twitter und Facebook. Man kann es auch mit Flipboard sehr gut machen. Man kann das wunderbar auch an einem Beispiel sehen, was letztendlich mit dem Film 12 Years a Slave ausgedrückt wird. 12 Years a Slave ist ein Kinofilm oder Video jetzt, was halt auf einer wahren Geschichte beruht. Vor über 160 Jahren gab es einen Artikel in der New York Times, über 160 Jahre alt. Dieser Artikel, der befindet sich frei zugänglich bei der New York Times. Auf die Idee, das zu haben, ist nicht die New York Times gekommen. Auf die Idee, diesen Artikel auszugraben, ist aber ein Blog, nämlich Gawker, gekommen. Die haben diesen Artikel 1:1, nach 160 Jahren darf man das, veröffentlicht bei sich im Blog und haben damit nur lächerliche 100.000 Zugriffe gehabt. Innerhalb von ganz kurzer Zeit. Also es funktioniert richtig gut, wenn man kuratiert, wenn man es intelligent macht. Und deshalb ist es auch wichtig, halt die alten Inhalte anzuschauen, die man selbst hat. Das, was Ihre Marke ausdrückt, nicht nur die neuen. Aber neue sind natürlich besonders gut und wichtig. Und es ist auch wichtig, solche Dinge zu begleiten, die halt mit Ihrer Marke zu tun haben können. Hier sehen Sie ein Beispiel von Nestle letztendlich. Wenn Facebook mal ausfällt, kann man da auch entsprechend drauf reagieren. Oder auch das bekannteste Bild, was Sie wahrscheinlich alle gesehen haben, ist das hier von der Oscarverleihung 2014. Und das ist die schönste Parodie darauf, finde ich. Das ist auch Content Curation, wenn man halt das leicht verändert. Und es gibt natürlich auch Fußballer, die zubeißen können. Darauf kann natürlich die eine oder andere Marke auch intelligent reagieren, wie das hier bei Snickers zu sehen ist. Ja? Oder einige von Ihnen haben vielleicht auch die aktuelle Diskussion um ein blaues Kleid. Ist es blau, schwarz-blau, wie auch immer, mitbekommen? The Dress? Wahnsinnig wichtig, aber spannend finde ich eigentlich nur das Ergebnis. Ein Eintrag bei Tumblr führte dazu, dass 140.000 Page-Views in der Minute am Freitag zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr aufgerufen wurden. Das wünscht sich jeder von Ihnen. Und ich wünsche mir jetzt mehr Zeit, die bekomme ich aber nicht. Aber okay, ich bin der Moderator der nächsten Diskussion, ich darf länger reden, theoretisch. Deshalb gehe ich jetzt ein bisschen schneller hier durch. Sie sehen, es hat wahnsinnige Ergebnisse gehabt. Und es hat interessante Reaktionen auch bei Unternehmen ausgelöst. Das ist alles Newsjacking und Content Curation.
Und wenn Sie gute Multiplikatoren haben, wie zum Beispiel Taylor Swift eine ist, dann haben Sie halt eine wahnsinnige Chance, weil Sie davon profitieren können, dass Sie halt ein Netzwerk hat. In dem Fall, wenn Sie über The Dress schreibt, kriegen Sie halt 116.000 Retweets. Welches Unternehmen schafft das? Kaum eins, wenn überhaupt eins. Und wenn Sie all das machen, was Sie im Content-Marketing machen können und eine Content-Strategie, sollten Sie natürlich auch vorher sich überlegen, welche Ziele Sie haben und die auch überprüfen. Und da geht es meistens um das Thema Reputation. Es geht nicht um Shares in erster Linie, nicht um Traffic, das sind nur Serverkosten, sondern es geht darum, dass Sie letztendlich Kunden binden und gewinnen. Diese Ziele müssen Sie klar verfolgen. Das sind KPIs, die auch im Content-Bereich sinnvoll sind. Es gibt keinen richtigen Content-ROI, den Sie auf alle übertragen können, aber Sie können natürlich Ziele definieren und versuchen, mit den Inhalten genau diese Ziele zu verfolgen. Und wenn Sie das richtig gut machen, dann sparen Sie richtig viel Geld, weil Sie dann auch nicht Inhalte produzieren, die kein Mensch haben möchte. Deshalb, es geht letztendlich darum, dass Sie halt eine gute Planung haben, eine gute Content-Marketing-Strategie, um damit letztendlich Ihre Ziele zu erreichen. Und dafür brauchen Sie keine Social-Media-Manager mehr. Der Begriff ist tot hiermit offiziell. Stattdessen brauchen Sie alle Content-Strategen. Die großartige Chance bei Content-Strategen ist, Social-Media-Manager kommen nur bis zur gewissen Hierarchiestufe. Content-Strategen müssen mit der Geschäftsführung reden. Das ist nicht schlecht, kann ich Ihnen verraten. Und das stimmt wirklich, was ich Ihnen sage. Sie brauchen aber auch Content-Creator, das sind Journalisten früher, hießen sie Journalisten. Content-Marketer, früher Marketing. Content-Vermarkter, auch Kundenservice vielleicht oder Marketing. Also heißt, das ist eine Mischung aus PR, Marketing und anderen Abteilungen. Es geht darum, dass Abteilungen endlich gemeinsam eine Content-Strategie machen und zusammenarbeiten. Und dazu muss man sich überlegen, wenn man Content produziert in den verschiedenen Abteilungen, wie das vielleicht zusammenpasst und wie man als PR-Mensch auch davon profitiert, dass Marketing das höhere Budget hat. Sie brauchen nämlich jemanden, der auch dafür sorgt, dass das wahrgenommen wird. Und das schafft PR alleine nicht. Und warum nicht für Content auch werben, um das gut zu machen? Wie das geht, da werden Sie heute noch vieles zu hören, auch im Bereich Bloggen. Sie können aber auch alternativ mir später im Laufe des Tages oder per Twitter oder wo auch immer Fragen stellen. Ein Buch können Sie auch lesen. Sie können auch den Vortrag von mir haben oder Sie können vorbeikommen. All diese Möglichkeiten haben Sie oder mir einfach auf Twitter folgen. Vielen Dank und gleich gibt es anschließend auch im Livestreaming eine Podiumsdiskussion zum Thema Corporate Blogging.